vielen Dank für die Einladung. Ich finde das einen tollen Gesprächskreis und mein ohnehin schon großes Interesse ist jetzt nochmal sehr stark gewachsen durch die interessanten Sachen, die Konstanze Baum vorgetragen hat und die wir diskutiert haben. Und ich werde versuchen, so wirklich in 20 Minuten so ein paar Sachen auch zu streifen, die jetzt angesprochen worden sind. Also zum Beispiel, welche Fragen eignen sich eigentlich für diese Art von Literaturwissenschaft? Meine Antwort wird sein, Fragen, es ist überhaupt wichtig, von Fragen auszugehen. Das ist nämlich keineswegs selbstverständlich. Das nehme ich schon mal vorweg. Und ich möchte allerdings, ich habe so eine relativ ideenlose Gliederung gewählt, nämlich Geschichte, Gegenwart und Zukunft. Also ich würde kurz nochmal so eine Folie zumindest machen zum Methodenstreit, nicht um so mit einer barocken Geste zu sagen, es ist alles gar nichts, alles schon mal da gewesen, sondern um so eine bestimmte Orientierung scharf zu stellen und dann so eine Diagnose versuchen, die gut an das anknüpfen kann, was wir jetzt schon herausgearbeitet und gehört haben, nämlich also welche Hürden sind überhaupt zu überwinden und warum ist das so schwierig? Also ich nenne das die Wilhelm-Meister-Formel. Also damit sage ich ein bisschen was über Germanistik an der Universität, aber habe eigentlich auch den Deutschunterricht an den Schulen sehr stark im Blick, der ja davor kommt und für manche, die jetzt auf Lehramt studieren, ja auch danach. Und ich will dann so in zwei Punkten kurz, also natürlich nicht die Lösung präsentieren, aber einfach klar machen, worauf es aus meiner Sicht ankommt, wenn man so diese Hürden, die Konstanze Baum angesprochen hat, zumindest angehen will, sagen wir mal so. Fangen wir mal mit der historischen Frage an. Also der Methodenstreit, den wir heute erleben, der findet, finde ich, einen aufschlussreichen Vorgänger, wenn wir ins 19. Jahrhundert zurückblicken und uns klar machen, was war damals eigentlich der Methodenstreit? Damals ging es ja ganz stark um die Frage, welche Rolle soll eigentlich Statistik in den Geisteswissenschaften, vor allem in der Geschichtswissenschaft, spielen? Und die Frage dafür war ursprünglich eine methodische Frage, nämlich, also wie stellt man Geschichte dar, wenn doch klar ist, dass man sich im Zeitalter von Massengesellschaft und von harter Modernisierung befindet, wo die Darstellung nach der individualpsychologischen Methode, also Geschichte als Effekt von einzelnen Handlungsträgern, nicht mehr konkurrenzlos ist, sondern es auch Ideen und eben Methoden gibt, die vielen auch einzubeziehen. Und eine wichtige Methode ist die Statistik. Und das ist die Frage, die sich im 19. Jahrhundert stellt. Und interessanterweise kann man schon damals drei grundsätzliche Umgangsweisen damit unterscheiden, nämlich ja, die harte Ablehnung, zu sagen, nein, das ist nicht unser Gebiet. Die Geisteswissenschaften sollen verstehen und nicht erklären und deshalb müssen wir die Hermeneutik verteidigen. So, also das ist so letztendlich so Diltei, ja, so jetzt mal so runtergebrochen. Dann gibt es die das also mit Begeisterung aufnehmen, überhaupt auch alles Naturwissenschaftliche und so sagen, natürlich, das brauchen wir auch. Die Modernisierung muss die Philologie erfassen. Wilhelm Scherer, Oskar Waldzel, der Positivismus, also andere machen da begeistert mit. Das heißt im Übrigen nicht unkritisch. Also Oskar Waldzel hatte schon damals die Bedenken, dass die Literaturwissenschaft dann von der Sprachwissenschaft geschluckt wird. Also diese Bedenken, die kennen wir ja auch. Das ist übrigens eine interessante Sache, und fand ich keinen Zufall und sehr wichtig, darauf gekommen zu sein, auf das Verhältnis von Sprach- und Literaturwissenschaft, das ja durch die Digital Humanities, das gehört zu den ganz großen Leistungen und zu den positiven, wieder sehr, sehr neu definiert worden ist. Und das finde ich auch zum Beispiel etwas, was wir uns unbedingt als Literaturwissenschaftlerinnen und Literaturwissenschaftler fragen müssen, ist es nicht eigentlich absurd, dass wir die eine Wissenschaft, die sich mit Sprache im Allgemeinen und beschäftigt, trennen von der, die sich mit einer bestimmten Sprache, nämlich mit der Literatursprache, beschäftigt? Also mir kommt das mittlerweile sehr, sehr absurd vor. Ich habe aber auch 8 Jahre in Konstanz verbracht, wo Sprache und Literaturwissenschaft nicht mal in einem Fachbereich sind. Also insofern, ja, jetzt arbeite ich in einem Institut,
Institut, das heißt Sprach- und Literaturwissenschaft. Also das, ja, das ist eine ganz andere Institutionalisierung. Und es gab aber, und das war eigentlich mein Punkt, im 19. Jahrhundert eben auch schon die, die versucht haben, einen dritten Weg zu gehen und zu sagen, wenn wir das eine tun, müssen wir das andere nicht lassen. Natürlich brauchen wir große statistisch basierte Querschnittsanalysen, wenn wir so etwas wie den kulturellen Gesamthabitus einer Zeit erforschen wollen. Das ist ein Begriff von Karl Lamprecht, der ja so viel zur Kulturgeschichte publiziert und gemacht hat und damit sich ganz hoffnungslos in eine Außenseiterposition hineinmanövriert hat, dessen Sachen, finde ich, aber immer noch sehr, sehr lesenswert sind. Und dieser Lamprecht sagt aber mit genau der gleichen Überzeugung, natürlich ist das einzelne Kunstwerk erkenntnisfähig. Also auf die Frage, die ich hier aufgeschrieben habe, wem soll man vertrauen, der Globalanalyse oder der Einzelbeobachtung, würde eben jemand wie Lamprecht sagen, ja, wir brauchen den richtigen Mix, wir brauchen beides. So, also das nur noch mal ganz kurz zur Erinnerung. Wie ist es denn jetzt? Ich habe das die Mille-Meister-Formel genannt. Um den Eindruck zu benennen, dass der Literaturunterricht in der Schule, mit dem ich mich jetzt gegenwärtig sehr viel beschäftige, und aber auch des Moment, das bin ich jetzt zu schnell gewesen, aber auch des ja, große Teile des Literaturunterrichts an der Universität nach der etablierten, sehr erfolgreichen Formel des Bildungsromans laufen. Also Gewinne. Ja, wir kennen alle Wilhelm Meister am Anfang des Buches, der klassische Bildungsromansheld, ist er naiv, sieht in der Kunst immer nur sich selbst. Dann liest er Shakespeare und gründet eine Theatergesellschaft, die gemeinsam Shakespeare lesen und ja, mit einer Art Textexperiment auch ein gesellschaftliches, ein soziales Experiment machen, sodass also glücklicherweise, zumindest in dieser Phase der Handlung, also die kritische Textleistung unmittelbar umgelegt werden kann auf sozusagen sozialen Gewinn. Und ja, das Zitat kennen sicherlich sehr viele von Ihnen. Wenn wir das Stück wieder gemeinsam zusammen lesen, könnt ihr beurteilen, ob ich auf dem rechten Wege bin. Wenigstens hoffe ich, meine Meinung durchaus mit Stellen belegen zu können. Also diese kritische Textkompetenz ist es, die hier als Welt- und Selbsterkenntnis umgemünzt werden soll. Ja, dass das bei Wilhelm Meister dann auch am Ende nicht unbedingt funktioniert, dass es ja ewig dauert, bis er dann mal einen Beruf ergreift, aber ist eine andere Frage. Aber wir wissen alle, was damit gemeint ist. Und nach dieser Formel, so meine These, läuft bei uns immer noch sehr viel an der Universität und in der Schule. Ich habe Ihnen hier mal noch ein Lesezeichen, das ich gerade selbst bekommen habe, weil ich ein Hansa-Buch gekauft habe, Lesen, die Welt entdecken. Ja, also das ist genau das, was ich damit meine. Ich habe das hier nochmal so ein bisschen, sehe natürlich sofort, das ist eigentlich gar keine Formel, sondern eine bloße Summe. Textanalyse plus Sozialisierung der Lektüre ist gleich Weltkompetenz. Ja, also das ist ja aber schon das, was wir unseren Studierenden beibringen wollen. Die sollen lernen, kritisch mit Texten umzugehen, damit sie kritisch mit sich selbst und mit der Welt umgehen können. Und das ist ja auch völlig richtig. Ja, also da gibt es nichts dagegen zu sagen, außer dass wir in einer Welt leben, in denen Texte nicht mehr der einzige Gegenstand sind, das wäre der Einsatz so dieses kurzen Impulses, den ich Ihnen hier gerne geben würde, dass Texte nicht mehr der einzige Gegenstand sind, an dem man diese kritische Kompetenz erproben kann, wenn man wirklich das extrapolieren will und zur Selbst- und Weltkompetenz kommen will. Und das ist im Prinzip auch schon alles. Also wir brauchen einen weiteren Summanden hier. Wir müssen diese kritische Kompetenz, die wir klassischerweise an Texten schulen und an Texten ausbilden, auf Datenanalyse übertragen oder das um Datenanalyse erweitern. Und Herr Schütze hat netterweise mein kleines Buch erwähnt, das jetzt gerade erschienen ist, wo ich ja versuche zu zeigen, dass Datenanalyse natürlich eben ganz oft auch Textdatenanalyse heißt und dass wir damit eben eine andere Textebene auch nochmal ansteuern, die in der Lage ist, auf besondere Weise das zu tun, was wir auch immer schon gemacht haben, nämlich Texte im Kontext zu betrachten. Und diese Kontexte können dann auch sehr groß sein. Das ist
einer der Vorteile der Methode, die natürlich wie jede Methode nicht ohne Kosten kommt. Ja, also da reden wir vielleicht später noch darüber. Also ich versuche erstmal auch so ein bisschen mich an die 20 Minuten zu halten und mit meinem Programm durchzukommen. Das ist eine Folie, die ist jetzt eigentlich redundant, weil das hat Constanze Baum dankenswerterweise auch schon erwähnt und gesagt. Aber so um der pädagogischen Funktion der Redundanz willen zeige ich es auch nochmal. Also wenn wir so sagen, wo steht die institutionelle Entwicklung der digitalen Geisteswissenschaften, dann können wir zwei unterschiedliche Richtungen unterscheiden. Nämlich einmal die Digital Humanities, die, und das ist jetzt fast eigentlich ein wörtliches Zitat aus der Einführung von Fotisianides in die Digital Humanities, Know-how entwickeln für die geisteswissenschaftlichen Fachdisziplinen. Und natürlich nicht nur das, aber die also sehr, sehr stark methodenorientiert sind, kann man vielleicht so sagen. Und auf der anderen Seite gibt es digitale Fachwissenschaft, die sagen, ich gehe von einer bestimmten Frage aus und versuche, diese Frage so zu operationalisieren, dass ich da mit oder umgekehrt. Also ich überlege mir, wie kann ich auf die Frage, die ich habe, eine Antwort finden, die über den Einzeltext hinausgeht. Und dann ist man bei digitalen Operationalisierungen. Digitale Fachwissenschaft ist also etwas, wo die digitalen Methoden im Sinne der Erkenntnisgewinnung immer Mittel zum Zweck sind. Es ist jetzt kein Geheimnis, dass wir in Darmstadt also diesen Ansatz verfolgen, also immer schon Studiengänge hatten, die fachliche Studiengänge sind. Also unser BA heißt Digital Philology, unsere Masterstudiengänge heißen Linguistic Literary Computing oder Data and Discourse Studies. Und das sind klassisch ein geisteswissenschaftliche Studiengänge, die kommen aus der Literaturwissenschaft, aus der Sprachwissenschaft heraus. Und verstehen Sie in dem Sinne nicht als Digital Humanities Studiengänge, obwohl wir immer so wahrgenommen werden. Ja, also Darmstadt gilt ja auch mit Recht als ein Pionier in dieser Tradition. Also da rede ich jetzt nicht über meine Emeriten, das war lange vor meiner Zeit. Das sind die beiden Entwürfe. Das ist auch gut, dass es beide gibt, die stehen in Konkurrenz zueinander. Und also vielleicht mal zum Thema, also Malte Kleinmann hat gesagt, was ist eigentlich mit Ressourcenkampf oder Ressourcenverteilung? Und da kann man also eine Sache dazu sagen, also die gibt es definitiv, weil beide Sachen wachsen auf Kosten der Geisteswissenschaften insgesamt, wenn man das mal so negativ ausdrücken will. Das heißt also, wir gewinnen durch die digitalen Studiengänge, wie auch immer wir sie jetzt institutionalisieren, ob als Digital Humanities oder als digitale Fachwissenschaft, keine Studierenden dazu und auch keine Professuren dazu. Also das heißt, die digitalen Geisteswissenschaften essen vom Kuchen der Geisteswissenschaften. Ich glaube, das muss man, wenn man über Nachhaltigkeit spricht, schon erstmal so feststellen. Also wir sehen das an den Studierendenzahlen. Wir haben nicht mehr Studierende. Ja, so. Jetzt ist es aber, also es geht mir gar nicht darum, das gegeneinander auszuspielen. Also ich arbeite natürlich mit Leuten, die jetzt klassischerweise Digital Humanities unterrichten, genauso gerne zusammen wie mit klassischen Literaturwissenschaftlerinnen oder mit Leuten, die jetzt Ansätze verfolgen, wie ich sie verfolge. Und es wäre auch töricht, das gegeneinander auszuspielen, weil beide Ansätze die gleichen Probleme haben. Und das sind auch oft erstmal so Dilemmasituationen. Wir haben ja viel von, auch schon im Chat, so von digitalen Tools gesprochen. Welches Tool verwendet man am besten? Ne? Der eine macht das, die andere macht dies und man taugt sich sinnigerweise ja auch darüber aus, welche Erfahrungen man hat. Ein Dilemma sehe ich darin, dass das, was gut ist, schwierige Konsequenzen hat. Gut ist es natürlich, wenn diese Tools immer einfacher werden. Ja, die Barriere sinkt, dass Studierende das auch machen. Das Problem ist aber, dass wenn mir ein Tool eine wunderschöne Grafik zeigt, ich am Ende eben doch Kompetenz brauche, um diese Grafik auszuwerten, wenn ich mich nicht sozusagen im bloßen Bildchen verlieren will oder vielleicht dann gar nicht weiß, welche Skala ich ja eigentlich zeige. Das heißt also, das Zugangsproblem löst nicht unbedingt das Kompetenzproblem, sondern verschärft es womöglich sogar oder verlagert es einfach an eine andere Stelle. Und hier kommt aus meiner Sicht die Nachhaltigkeit ins Spiel, die, und das möchte ich jetzt mal kurz definieren, da sind wir auch schon so bei der Frage, worauf es in Zukunft ankommt. Also digitale Nachhaltigkeit würde ich so definieren. Nachhaltig entwickeln sich die digitalen Geisteswissenschaften dann, wenn sie digitale Analysen methodisch aus ihren eigenen Fragen, das war ja die Frage von Herrn Ott, ja, wie ist es mit den Fragen, motivieren und dadurch Ergebnisse zielen, die langfristig in den Fächern
anschlussfähig bleiben. Wenn es jetzt um den Einsatz von digitalen Methoden zur Erkenntnisgewinnung und von digitalen Tools gibt, dann werden wir immer auch explorativ arbeiten. Was heißt das? Also man lädt sich so ein Ding runter und dann wirft man da mal einen Korpus rein, drückt aufs Knöpfchen und guckt mal, was rauskommt und sagt, aha, interessant, oh, das funktioniert gar nicht. Man muss es erstmal zum Funktionieren bringen. Und natürlich will man erstmal sehen, was für eine Art von Ergebnis hat man da. Und dann findet man vielleicht auch gleich bestimmte Ergebnisse interessant und andere sprechen einen weniger an. Das ist völlig in Ordnung, so explorativ zu verfahren. Ein Problem ist das oder wird das, wenn Exploration und exploratives Vorgehen die einzige Art und Weise ist, in der man verfährt. Warum? Weil man dann Gefahr läuft, so lange zu explorieren, bis einem das Ergebnis gefällt und dann zu sagen, schaut mal, was ich herausgefunden habe. Die digitale Analyse zeigt, beweist so und so. Deshalb scheint es mir ganz wichtig zu sein, und da komme ich auf das, was Herr Ott gesagt hat, zurück, von Fragen auszugehen, also fragenbasiert zu arbeiten. Auch deshalb, weil es natürlich in unseren Fächern, und das besprechen wir, denke ich, gar nicht nur über die Literaturwissenschaft, ja ganz viele spannende Fragen gibt, an die man anknüpfen kann, wenn man zum Beispiel über den Einzeltext hinaus größere Mengen von Text analysiert oder wenn man die vorhandenen Ansätze, das ist zum Beispiel das, was ich im Moment sehr stark mache, der rezeptionsästhetischen Hermeneutik, versucht tatsächlich auch mit rezeptionsanalytischen Labormethoden des überwachten Lesens zu erforschen und dann wiederum mit diesen Daten versucht zu arbeiten. Also mit all dem bin ich in der Lage oder ist es mir möglich, mich auf Fragen zu beziehen, die in den Fächern vorhanden sind. Und meine These wäre schon, dass das Ganze nur nachhaltig und damit kein Strohfeuer sein wird, wenn das gelingt. Also wenn man auch zeigen kann, dass man zu Fragen, die es gibt, etwas beitragen oder gar Antworten finden kann. Sonst läuft es Gefahr, eine Methodenspielwiese zu sein, die sich vor allem mit sich selbst beschäftigt. Und da gibt es natürlich, das meine ich gar nicht negativ, da gibt es ja viele Gründe. Also die Methoden werden ständig komplizierter. Jetzt sind wir alle dabei, uns mit künstlicher Intelligenz und so weiter zu beschäftigen. Das ist sehr, sehr schwierig, das zu lernen. Das ist noch schwieriger, das zu verstehen. Und man hat also, und das sind ganz praktische Sachen, der Tag hat nur 24 Stunden, eigentlich hat man damit völlig genug zu tun, allein das nur zum Laufen zu bringen und so weiter. Aber es muss irgendwie gelingen, trotzdem an den Fragen dran zu bleiben. Und wenn Sie noch eine vielleicht etwas optimistischere Zukunftsvision von mir hören wollen, dann wäre es die zu sagen, schauen wir vielleicht mal nicht bis ins 19. Jahrhundert, sondern nur so bis in die 1990er Jahre zurück an die Wissenschaftsgeschichte der Kulturwissenschaft. Also man kann dazu stehen, wie man will, ja, also selbst die härtesten Gegner der kulturwissenschaftlichen Literaturwissenschaft zum Beispiel würden nicht bestreiten, dass sie ein großer institutioneller Erfolg war. Bestand dieser Erfolg darin, dass sich überall das Fach Kulturwissenschaft durchgesetzt hat? Nein. Also es gibt ganz wenige Standorte, die Sie alle sofort nennen können, wo man Kulturwissenschaft studieren kann. Der Erfolg des kulturwissenschaftlichen Ansatzes lag aber darin, dass fast in jedem Institut mindestens eine Professur eingerichtet worden ist mit so einem kulturwissenschaftlichen Profil. Auch ganze Institute sind in diese Richtung gegangen. Und dadurch ist dieser Ansatz so populär geworden. Da merken Sie natürlich, dass mein Herz doch ein bisschen schlägt für diesen fachlichen Ansatz, von dem ich das eben glaube, dass er das gut kann. Aber wenn das gelingt, dann würde ich mir um die Nachhaltigkeit nicht so viel Sorgen machen. Wenn man das jetzt so ein bisschen runterbricht und sagt, ja, wir wollen ja jetzt nicht nur große institutionelle Töne hören, sondern was heißt das für die Einzelne? Also ein theoriebasiertes Vorgehen ist immer eine gute Idee. Theoriebasiert meint ja erstmal nichts anderes als von Fragen ausgehen. Welche Fragen hat man? Also ich habe schon den Eindruck, dass Studierende auch mit XML oder sowas irgendwie zufriedener sind, wenn sie wissen, warum sie das eigentlich machen sollen. Also oder warum muss ich jetzt Programmieren in R lernen? Ja, also das heißt, wenn man versucht, die Fragen immer so mit ins Boot zu holen, das ist nicht einfach, aber es geht.
Ganz wichtig ist dann Transparenz bei der Wahl und beim Einsatz von Methoden. Auch das ist wieder so ein bisschen eine regulative Utopie durchaus. Also jede, die digitale Methoden gelernt hat, weiß, wie viel Arbeit und wie viel das macht, wie anstrengend das ist. Und wir werden immer natürlich auch die Methoden verwenden, ist ja klar, die wir könnten. Das heißt also, die Wahl wird immer auch nach dem Kriterium der Verfügbarkeit und der eigenen Kompetenz erfolgen. Das sollte aber nicht das Einzige bleiben. Also man sollte schon so weit kommen, dass man sagen kann, ja, also ich wende diese Methode auch an, weil sie irgendwie meinem Gegenstand oder meiner Frage angemessen ist. Und dann sollte man sie so anwenden, dass man versteht, was man da eigentlich macht. Und das ist nicht trivial. So, da sage ich später noch was, wie das vielleicht gelingen kann. Und ganz wichtig sind Ansätze, die nicht, die unterschiedliche Methodentraditionen verbinden. Also wir dürfen die Hermeneutik und den Strukturalismus und so weiter nicht über Bord werfen. Im Gegenteil, wir haben nie mehr Strukturalismus gebraucht als jetzt. Also das ist auch so ein Irrglaube, dass der Einsatz von digitalen, datenbasierten, quantitativen Erkenntnismethoden nur noch Methode sei und keine Theorie mehr braucht. Wir haben nie so viel Theorie gebraucht. Wir müssen allerdings ein anderes Theorieverständnis entwickeln oder erkennen, dass das Theorieverständnis, das so in der Mehrheitsgesellschaft der Literaturwissenschaft angewendet wird, nicht alternativlos ist. Also Theorie heißt dann, ja, ich lese Texte und ich lese gleichzeitig Theorie und dann bringe ich meine Interpretation, motiviere ich durch diesen theoretischen Ansatz. Sondern Theorien können auch so verstanden sein, dass man sagt, ich habe eine bestimmte Hypothese und ich führe ein bestimmtes Experiment durch. Und das mache, wenn ich zu dem Schluss komme, die These ist falsch, dann muss ich sie wahrscheinlich als nicht konsolidiert betrachten, wenn nicht gar verwerfen. Also man würde ja schon behaupten, wenn man sagt, welcher Sport ist eigentlich der Hermeneutik? Wir erinnern uns noch an die Wilhelm-Meister-Folge, an die Wilhelm-Meister-Formel. Ich kann euch kann das durch These, durch Stellen belegen. Der Sport oder das Spiel heißt also, schau, ich habe recht. Hier, da, da und da. Und datenbasierte Methoden legen einen anderen Denkstil zumindest auch nahe, nämlich nicht, ich habe recht, sondern was wäre eigentlich, wenn ich irre? Was wäre, wenn vielleicht die andere recht hat? Die Geisteswissenschaften bilden sich aber viel darauf ein, dass sie so kritisch sind, auch gesellschaftskritisch. Und ich glaube, es ist eigentlich unmittelbar einleuchtend, dass also der Ich-habe-Recht-Ansatz vielleicht gar nicht so der allergeeignetste ist, wenn man das versucht, auf eine gesellschaftliche Ebene zu heben, sondern dass der vielleicht irre ich mich ja Ansatz, unter welcher Bedingung kann ich überhaupt Recht haben, vielleicht auch nicht so ganz verkehrt ist. So. Was heißt das jetzt konkret? Was muss man dafür lernen und was muss man lehren? Jetzt nicht erschrecken, also nicht all das so, sondern ich habe die Statistik so geschrieben, weil das ist tatsächlich so ein Punkt, den ich machen müsste. Es müssen alle Statistik lernen. Dafür müssen wir uns alle den Kopf verdrehen. Man kann, wenn kritische Kompetenz von Texten auf Daten ausgewertet werden soll, braucht man auf jeden Fall Statistik. Das ist. Ja, also es würde ja niemand eine Studentin vor einen Goethe-Roman setzen, von der feststeht, die kann gar nicht lesen. Ja, da würde man auch nicht sagen, schau mal, irgendwie kommst du da schon durch. Es ist ja absurd, Leute vor Daten zu setzen, die eben nicht über das Lesewerkzeug von Daten verfügen. Die gute Nachricht aber, man braucht ein Semester maximal, um einen Statistikkurs zu machen, dann kann man das. Ja, das ist keine Raketenwissenschaft und man soll ja nicht Statistik, also man muss keine Professur für Statistik besetzen, sondern man soll einfach nur ein paar statistische Grundsätze sich drauf schaffen, das würde ich unter einer normalen Weiterbildung verstehen. Ja, die Soziologen machen das, die Psychologen verlangen das auch von unseren Studierenden, nur wir nicht. Warum eigentlich? Wir brauchen die auch gar nicht selbst zu machen. An jeder Universität gibt es Statistikkurse. Latein braucht man fast nirgendwo mehr. Da kann man ja auch einen Statistikkurs machen. Ja, also dafür würde ich mich wirklich gerne einsetzen. Also ich würde das vielleicht so eine Art Lesefähigkeit für Daten oder so nennen wollen. Und dann sucht man sich eben je nach Fragestellung, je nach Interessengebiet, eins von diesen anderen Sachen. Also wenn ich mich für digitale Bücher oder eben digitale Ausstellungen interessiere, dann bin ich bei den digitalen Artefakten. Wenn ich mich für XML und Datenbanken und so weiter interessiere, dann bin ich dort richtig. Wenn ich sowas mache, wie ich das in dem kleinen Büchlein gemacht habe, dann bin ich so im Bereich Algorithmik. Also das heißt also, ich mache
Textanalysen mit Hilfe bestimmter Algorithmen, die ich anwende. Vielleicht geht es mir aber auch darum, einen Schwerpunkt in Modellierung zu haben, weil ich bin eigentlich ein ausgebildeter Strukturalist und habe deshalb eher eine große Neigung zu Modellen und weiß, dass ich in einem Modell vom Text etwas erkenne, was ich im Text selbst nicht sehen kann. Und das hebe ich jetzt auf eine digitale Ebene. Ja, also das würde ich sagen, das ist individuell, das ist fragenbasiert, Statistik brauchen alle. Ja, was heißt das? Also, als Faustregel, man braucht ein Bewusstsein für die eigenen Methoden und Denkstile. Also, wenn man andere Methoden und Denkstile kennenlernt, dann versteht man auch, dass das eigene Verfahren in der Textanalyse nicht einfach irgendwie geht, sondern auch bestimmten Regeln folgt, wie man Sekundärliteratur liest, welche Ausgaben man benutzt, wie viel Kontexttexte, welche Kontexte man sich erschließt. All das ist ja methodisches Vorgehen. Also das scheint mir ganz, ganz wichtig zu sein, die eigene Methode gut zu kennen und so ein bisschen Toleranz zu haben und auch vielleicht Neugierde, dass es auch Leute gibt, die ganz methodisch ganz anders arbeiten und dass es dann ein anderer Denkstil ist. Und vielleicht ist ja so ein bisschen was davon auch für mich interessant. Und dann, und das würde ich vor allem auch meinen Kollegen natürlich an die Hand geben, also man ist nie zu alt, um sich weiterzubilden. Also was man von der Studentin verlangt, wie soll man sagen, was der Studentin recht ist, sollte der Professorin billig sein. Ja, also es ist, glaube ich, auf allen Ebenen Weiterbildung nötig. Ja, nicht nur, also wir können nicht immer nur sagen, die Studierenden müssen das lernen, sondern zumindest in dieser Übergangszeit müssen wir auch dazulernen. Das glaube ich, dass das so ist. Ja, dann gelingt es uns nicht auszusterben, sondern ja, so in die Zukunft zu fliegen. Ja, und bevor das jetzt noch platter wird, sage ich noch, das haben Sie netterweise schon gesagt. Ja, also ich habe das, ja, man will ja immer da nicht nur die großen Töne hören, sondern auch wissen, ja, was heißt, zeig uns das doch mal am Beispiel. Und ich habe das versucht, so an einem, also eine konkrete Frage, die mir auch eher zugestoßen ist, als dass ich davon ausgegangen werde. Aber die habe ich versucht, dann bei der zu bleiben und zu zeigen, was bedeuten eigentlich diese Ergebnisse und wann ist eigentlich eine Beobachtung auch ein Ergebnis und so weiter. Wie geht man damit um? Das habe ich versucht, in diesem Buch zu machen. Man kann es kostenlos, wenn man im EduRAM ist, bei Springerlink runterladen, auch kapitelweise. Und wenn Sie Lust haben, dann machen Sie das. Und ja, ansonsten freue ich mich natürlich jetzt sehr auf Ihre Fragen.